Anlegerwartungen, Bewertungen, Faktoren, auf die man momentan am Aktienmarkt blicken könnte und dazu die Frage, inwieweit die Währungsabsicherung für globale Portfolios aktuell eine Rolle spielt, mit der sich Anleger beschäftigen sollten. Nachdem die Notenbanken, sowohl die Europäische Zentralbank als die US-Notenbank, sich entsprechend geäußert haben und wir alle davon ausgehen können, dass das Thema niedrige Zinsen uns dauerhaft beschäftigen wird, können wir uns wieder anderen Themen zuwenden. Die Anleger leben weiterhin in einem besten aus zwei Welten. Auf der einen Seite, wenn die Wirtschaft schwach läuft, dann wird die Notenbank mehr stimulieren über Anleihekäufe und weitere Eingriffe. Wenn die Wirtschaft gut läuft, dann ist die Notenbank vorsichtig und nimmt das Fuß auch nicht ganz vom Gaspedal. Also das größte Problem scheint aktuell die Inflation zu sein, weil im Gegensatz zu der Situation nach der Finanzkrise sehen wir aktuell Notenbankinterventionen plus die Situation, dass die Staaten Geld ausgeben, wahrscheinlich sogar überstimulieren, um den Arbeitsmarkt entsprechend positiv zu bewegen. Dazu auch vielleicht die Thematik festzuhalten, dass die Politik leiden würde, wenn man im Nachhinein feststellen würde, dass die Corona-Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen überzogen waren. Das wäre schlecht für die Wahlergebnisse. Von daher können wir eher zu viel Stimulus als zu wenig erwarten. Und die Frage, wie sich das auf die Inflation an den Konsumgüterpreisen auswirken wird, das werden wir alle noch erleben. Wie es sich für die Vermögenspreise auswirkt, ich glaube, das ist deutlich einfacher festzuhalten. Wir sehen entsprechend hier steigende Notierungen. Das Thema Bewertung natürlich in diesem Umfeld, bei der wir niedrige Zinsen sehen, ein Thema, was wir auf dem Schirm haben sollten. Hierzu gibt es eine schöne Grafik, eine schöne Studie. Ich habe jetzt nur mal ein Beispiel herausgepickt von der Deutschen Bank und man hat sich das Ganze hier mal angeschaut und hat gesagt, naja, wenn wir uns mal aggregiert hier die Aktienmärkte betrachten, sorry, die Anleihemärkte von 15 Domestic Markets, also Industrienationen, also hier als Bewertung, wenn Sie so wollen, die Nominalrenditen für die Anleihen, die sind aktuell niedrig, also sind die Anleihen teuer. Und auf der anderen Seite schaut man sich die Aktienmarktbewertung an und dann ist es ganz simpel gesprochen, wir sind heute eben hier und dementsprechend sehen Sie schon, wir sind relativ teuer. Und ich glaube, was ein wesentlicher Aspekt ist, wir hatten eben seit den Ende der 70er Jahren, wo wir massiv steigende Zinsen hatten, um auf die Inflation zu reagieren, hatten wir ein Niveau, was in Sachen Zinsen nur fallen konnte, dementsprechend starke Kursgewinne. Die fallenden Renditen haben auch wiederum dafür gesorgt, dass die Aktienmärkte gut unterstützt wurden. Also alles in allem ein Umfeld, was sehr einfache Portfolios, die aus Aktien und aus Renten bestehen, sehr positiv unterstützt hat. Und vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum viele Anleger heute Ertragserwartungen haben, die nicht unbedingt zum Umfeld passt. Also, auf dieser Basis sehen wir vielleicht eher gedämpfte Ertragserwartungen nach vorne, insbesondere wenn wir die Märkte betrachten, die besonders gut gelaufen sind und dementsprechend auch die langfristigen Kapitalmarkt Annahmen, also sprich 10 Jahre nach vorne. Da sehen Sie insgesamt, dass die Schwellenländer Europa deutlich attraktiver bewertet sind als beispielsweise die USA. Wir sehen, dass Value deutlich attraktiver gesehen wird als beispielsweise Growth. Aber wenn Sie sich die Indizes betrachten oder auch die Benchmarks, also die Vergleichsmaßstäbe für aktive Fonds, dann sehen wir doch, dass Growth sich hier deutlich stärker entwickelt hat und man stellt das dementsprechend momentan auch fest. Viele Anleger versuchen, ihr Portfolio noch mehr in Richtung Growth, in Richtung Wachstum zu drehen. Man kauft eben das, was gut gelaufen ist und das macht natürlich im aktuellen Umfeld immer Sinn, weil es fühlt sich gut an. Das kennen Sie aus anderen Thematiken. Wenn es an der Börse rund geht und die Kurse fallen, dann fühlt es sich gut an, dann Risiko rauszunehmen, aber das ist tendenziell langfristig meistens die falsche Entscheidung. Und andersrum, auch wenn sich etwas zu gut anfühlt, weil es alle tun, weil die Sachargumente dafür sprechen, auch dann haben wir wieder eine Prozyklik und das zieht sich momentan durch die Berechnung der Benchmarks, denken Sie an das Thema Marktkapitalisierung, durch die Fundflows, die jetzt auch versuchen, natürlich eher der Performance hinterherzulaufen. Man nennt das Performance Chasing und dementsprechend auch die Ranglisten, wenn Sie das betrachten, die besten Fonds der letzten 10 Jahre, die meisten tragen irgendwie das Thema Growth im Namen oder sind ohnehin eher in Richtung Informationstechnologie ausgerüstet oder ausgestattet. Also das ein Punkt, den wir auf dem Schirm haben sollten. Also könnte man denken, viele Herausforderungen, aber auf der anderen Seite eine aktuelle Studie, Schroders, die Fondsgesellschaft hat ja zu 23.000 Personen auf globaler Ebene befragt. Und ich habe jetzt auch hier nochmal eine Grafik rausgegriffen. Konkret geht es hier um die Ertragserwartungen nach vorne. Und das
finde ich schon sehr interessant im Jahr 2020 für ein gemischtes Portfolio. Die durchschnittliche jährliche Gesamtrendite wird angegeben mit 11%, also sogar noch ein Ticken höher als im Jahr 2019. Das ist ein bisschen unterschiedlich nach Regionen. In Nord- und Südamerika ist man deutlich optimistischer als beispielsweise in Europa, Asien so ein bisschen in der Mitte. Aber das zeigt doch auch sehr deutlich, inwieweit vielleicht das aktuelle Niveau der Ertragserwartungen für die etablierten Indizes auf der einen Seite und das, was die Anleger erwarten, auf der anderen Seite, wie stark das momentan hier entsprechend divergiert. Und das ist doch immer auch ein Zeichen dafür, dass man entsprechend hier sich überlegen sollte, wo man selbst aufgestellt ist und welche Rückschlüsse man aus den aktuellen Themen, niedrigen Zinsen, Konzentrationsrisiken, Indizes, Prozyklik auf der Fondpicking-Seite plus am Ende des Tages natürlich auch die steuerlichen Rahmenbedingungen, die sich tendenziell ja auch immer mal verändern und durchaus auch Auswirkungen auf die Portfoliokonstruktion haben. Wenn wir dann das Ganze nochmal betrachten, was den Aktienmarkt betrifft, aus einer Faktorperspektive oder mit unterschiedlichen Gewichtungsmethoden, dann das mal hier dargestellt für den globalen Aktienmarkt im All-Country-World-Index, also sprich, da sind auch ein paar Prozent Schwellenländer, also aufstrebende Volkswirtschaften mit dabei. Und wenn Sie das hier mal anschauen, auf beispielsweise 5 Jahre, dann sehen Sie, der Index hatte 10% gemacht im Schnitt pro Jahr, also annualisierte Rendite. Sehen, die defensiven Aktien haben sich gut geschlagen, Dividendtitel, also höhere Dividendenrendite auch gut, Qualität, da ist echt das Thema Tech natürlich auch mit drin, genauso wie Momentum, aber schauen Sie mir hier mal Value 4,3% oder auch Equal-Weighted, so ein bisschen in der Mitte sich positioniert sich da. Also das sind schon Punkte, wo man eben auch genau sich die Frage stellen muss, werden die Gewinner der letzten 10 Jahre oder die Gewinner der letzten 5 Jahre oder speziell die Gewinner im aktuellen Corona-Jahr, werden das die Gewinner sein auch für die nächsten 5 bis 10 Jahre? Weil das eine ist immer auf allgemeiner Ertragserwartung auf Kapitalmarktebene zu schauen, aber man muss diese natürlich auch an sein konkretes Portfolio adjustieren. Und wenn Sie dann ein Portfolio haben, was mehr oder weniger aus Industrien und Unternehmen besteht, die momentan vor großen Herausforderungen stehen, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, ob denn die allgemeinen Kapitalmarkterwartungen zu dem individuell konkreten Portfolio auch passen. Ein anderes Thema, was für Anleger durchaus Relevanz hat, wenn sie global investieren, dann haben sie Währungsveränderungen, speziell Euro-Dollar, hier ein bisschen breiter gefasst. Man schaut sich einen gewichteten Dollar-Index an, also eben konkret handelsgewichtet. Und was Sie eben hier sehen, hier hat man eben tendenziell immer Phasen von 6 bis 10 Jahren, so hat das State Street hier mal rausgegriffen. Und da sehen Sie dann eben auch mal, da hat der Dollar dann eben mal entsprechend über 6 Jahre 50% aufgewertet, dann über 10 Jahre 34% abgewertet. Sie sehen im Endeffekt die Bewegung und jetzt eben auch jüngst auf Sicht von 8 Jahren 32% Aufwertung des Dollars. Das hat aus Euro-Perspektive die Portfolioentwicklung beflügelt. Wenn sich das Ganze umdreht, führt das wieder zu einer Belastung. Das trifft tendenziell nicht nur den Aktienmarkt, das trifft natürlich auch Anleihen, die in Fremdwährungen notieren, das trifft auch Gold, wenn Sie in der Abrechnungswährung Dollar rechnen. Also auch hier diese Frage, Währungsabsicherung ja oder nein, wenn ja, für welchen Anteil des Portfolios. Die Daumenregel gilt ja, bei Anleihen tendenziell eher die Währung absichern, bei Aktien laufen lassen, bei Gold ist es so ein bisschen eine Einstellungsfrage. Aber auch hier gilt natürlich, diese Daumenregeln sind nur eine grobe Orientierung. Man muss schon das Gesamtwährungsexposure des eigenen Portfolios, des eigenen Vermögens rechnen. Weil wenn Sie Gold physisch halten, dann sehen Sie das nicht im Portfolio, sondern Sie müssen das hinzuaddieren. Also, wir sehen schon vielfältige Fragen, mit denen man sich aktuell beschäftigen kann. Ich hoffe, für Sie war auch etwas dabei, um Ihre Gedanken anzuregen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.